Ein Hirte hat 100 Schafe. Jeden Tag ist er mit den Schafen unterwegs, damit sie genug Futter und Wasser finden. Abends bringt der Hirte die Schafe in den Stall. Dort sind die Schafe sicher vor den wilden Tieren. Im Stall ist es warm und gemütlich. Und es gibt noch etwas, das der Hirte jeden Abend macht. Er zählt seine Schafe. Der Hirte will sicher sein, dass alle seine Schafe da sind. Der Hirte kennt jedes einzelne Schaf. Hier ist Locke mit dem wuscheligen Fell. Dort ist... falsch. Der Hirte kennt jedes einzelne Schaf. Hier ist Locke mit dem wuscheligen Fell. Dort ist Flecki mit den krummen Beinen. Hier ist Wolle mit der dicken Wolle. Und hier ist Flocke, die wirklich alles anknabbert. Jetzt beginnt der Hirte zu zählen. 1, 2, 3. Wollen wir ihm helfen? Lass uns mal zusammen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Das ist durcheinander. Jetzt hat er sich verzählt. Die Schafe bewegen sich ja auch. Kommt, wir helfen noch einmal beim Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 und 90. Der Hirte hat es geschafft. Er hat alle Schafe gezählt. 99 Schafe stehen im Stall. Endlich kann sich der Hirte auch etwas ausruhen. Ha, Moment! Der Hirte hat doch 100 Schafe, aber nur 99 Schafe sind im Stall angekommen. Oh nein, da fehlt eins. Plötzlich ist der Hirte wieder hellwach. Wo ist nur das eine Schaf geblieben? Der Hirte weiß es nicht. Er macht sich große Sorgen. Er ist traurig. Alle seine Schafe hat er sehr lieb. Auch dieses Schaf. Er möchte nicht, dass ihm etwas passiert. Der Hirte sagt, ich muss sofort los und mein Schaf suchen. Ein anderer Hirte meint, was jetzt? Es ist doch schon dunkel. Das ist viel zu gefährlich. Schade um das eine Schaf, aber du hast ja noch 99 andere Tiere. Pass lieber auf, dass du die nicht auch noch verlierst. Doch der Hirte sieht das anders. Sein Schaf ist in Gefahr. Vielleicht hat es Angst oder es ist verletzt und braucht Hilfe. Er muss es einfach finden. Der Hirte wandert los in die Nacht. Er schaut hinter jeden Strauch. Er sucht zwischen den Felsen. Er wandert durch die Wüste, aber das Schaf ist nirgends. Jetzt ist der Hirte sehr traurig. Was soll er bloß tun? Soll er nach Hause zurückkehren oder weitersuchen? Was würdet ihr an seiner Stelle tun? Der Hirte sucht weiter. Und endlich hört er etwas. Dieses Geräusch kennt er gut. So blöd nur sein kleines Schaf. Jetzt ist der Hirte erleichtert. Der Hirte hat sein Schaf gefunden, nimmt es in seine Hände und geht mit dem Schaf zurück in den Stall.